Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer heutigen Pressekonferenz. Wir freuen uns über das rege Interesse. Wir möchten Ihnen heute die neue bundesweite Kampagne Mietenstopp vorstellen. Die Kampagne Mietenstopp ist ein überparteiliches bundesweites Bündnis mehrerer oder vieler Mieterinitiativen und Verbände, die sich eben gemeinsam für den besseren Schutz der Mieterinnen und Mieter in Deutschland stark machen möchten. Wir werden heute in der kommenden Stunde die Wohnraumoffensive der Bundesregierung bilanzieren und dann die Forderungen unserer Kampagne Mietenstopp vorstellen, wie die Kampagne Mietenstopp sich vorstellt, die Mietenmisere in Deutschland bekämpfen zu können. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst die 6 VertreterInnen der Kampagne vorstellen, die heute hier auf unserem virtuellen Podium sprechen. Zuvor möchte ich Sie jedoch bitten, dass alle, die nicht sprechen, Ihre Mikros und die Kameras ausmachen, damit hier eben die Pressekonferenz ungestört stattfinden kann. Ja, ich stelle jetzt mal zunächst die 6 VertreterInnen vor, und zwar in der Reihenfolge ihrer Statements. Zunächst Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Lorena Jonas, aktiv in der Initiative 23 Häuser sagen Nein aus Berlin. Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Tilman Scheich, aktiv in der Initiative Ausspekuliert München. Florian Moritz, Abteilungsleiter Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und Kalle Gehrig, aktiv in der Initiative Recht auf Stadt Köln. Jetzt möchte ich Ihnen noch ganz gerne ein paar technische Hinweise geben. Während der Statements der 6 VertreterInnen sind keine Fragen der Presse zugelassen. Natürlich eröffnen wir dann nach Ende des letzten Statements die Fragerunde für die PressevertreterInnen in dieser Pressekonferenz. Hier 2 Hinweise, wie Sie Fragen stellen können. Sie haben einmal natürlich die Möglichkeit, sich selber zuzuschalten. Dafür bitte das Wort Wortmeldung in den Chat schreiben. Das sehen wir dann und Sie werden dann aufgerufen. Bitte dann daran denken, natürlich im Mikro anzustellen, damit Sie auch gehört werden. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch gerne Ihre Kamera freischalten, falls Sie gesehen werden möchten bei Ihrer Frage. Die nächste Möglichkeit ist, dass Sie schriftlich eine Frage stellen können. Dann bitte auch in den Chat Ihre Frage hineinschreiben. Und hier ist dann auch ganz wichtig, dass Sie auch schreiben, an wen diese Frage gerichtet ist. Die werde ich dann dem jeweiligen Vertreter vorlesen. Ja, im Anschluss an diese Fragerunde stehen dann noch 6 Breakout-Rooms für O-Töne zur Verfügung. Wenn Sie daran Interesse haben, einen O-Ton einer Sprecherin oder eines Sprechers nach Ende der Konferenz einzuholen, melden Sie das bitte auch im Chat an. Sie bekommen dann Instruktionen unseres Backoffice dazu. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, O-Töne nach Ende der Pressekonferenz auf dem herkömmlichen Weg einzuholen. Das versteht sich von selbst. Noch ein letzter Hinweis, die Pressekonferenz wird aufgezeichnet. Also wenn Sie dann im Nachgang auch ein Statement einer Sprecherin oder eines Sprechers bekommen möchten, melden Sie sich. Sie bekommen dann eben die Mitschnitte zugeschickt. Ja, ich glaube, das war es erstmal von meiner Seite. Ich würde dann jetzt das Wort an Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, übergeben. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Am nächsten Dienstag wird die Bundesregierung, wird Herr Minister Seehofer wahrscheinlich eine aus seiner Sicht positive Bilanz der Wohnungspolitik der Bundesregierung ziehen. Und wir wollen schon vorher sagen, was wir davon halten. Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung sich dafür loben wird, dass sie ein Ziel erreicht, nämlich 1,5 Millionen Wohnungen zu schaffen während der laufenden Legislaturperiode. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit werden es mindestens 300.000 Wohnungen weniger sein. Und der schlaue Minister rechnet vermutlich dazu, die Genehmigten, die Baugenehmigungen, wo überhaupt die Wohnungen noch gar nicht entstanden sind. Und da kann man nur sagen, Herr Minister, das ist ein Taschenspielertrick. Man kann auf Baugenehmigungen nicht wohnen und auch nicht in Rohbauten.
Also geben Sie offen zu, Sie erreichen das Ziel nicht. Noch weniger erreichen Sie das Ziel im Bereich der Sozialwohnungen. Wir haben im Jahr ungefähr Fertigstellung von 25.000 Sozialwohnungen, also Wohnungen, die man nur mit einem Wohnberechtigungsschein beziehen darf. Gleichzeitig fallen aber pro Jahr etwa 60.000 aus der Sozialwohnungsbindung raus. Das heißt, die Wohnungen sind nicht weg, aber sie sind dann im freien Markt und unterliegen nicht mehr den Regeln der Sozialwohnung. Hier hat die Bundesregierung wirklich kaum was auf die Beine gestellt. Auch das Ziel, im gesamten Bereich der Legislaturperiode nur 100.000 Sozialwohnungen zu schaffen, das sind dann 25.000 im Jahr, war schon reichlich unambitioniert. Wir stellen fest, dass eine Sozialwohnungsoffensive jedenfalls auf keinen Fall stattgefunden hat und viele Menschen nach wie vor danach suchen, eine solche bezahlbare Wohnung für sich zu erhalten. Der Minister wird außerdem sagen, dass er ein tolles Baukindergeld geschaffen hat. Da muss man genau sehen, was da passiert. Das Baukindergeld, das milliardenschwer ist, dient tatsächlich gar nicht so sehr als Baukindergeld, sondern mehr als Kaufkindergeld. Das heißt, es wird eine Unterstützung demjenigen gegeben, der eine bereits existierende oder längere Zeit existierende Immobilie kauft. Dabei entsteht aber keine neue Wohnung. Das heißt also, man sollte das Baukindergeld in Kaufkindergeld umbenennen. Dann mag es eine familienpolitische Maßnahme sein, aber wohnungspolitisch bringt es unserer Ansicht nach kaum etwas, schon gar nicht in Ballungsgebieten. Und dann wird der Minister auch noch sagen, dass es eine tolle Sonderabschreibung im Mietwohnungsbau gegeben hat. Es hat tatsächlich eine Sonderabschreibung gegeben in Gebieten, in denen ein besonders heftiger Wohnungsnachfrageüberhang besteht. Aber wir haben vorher gesagt, macht die bitte mit einem Deckel, das heißt mit einem Mietendeckel, das ist doch ein schöner Begriff. Also damit, dass es eine Obergrenze gibt für die Mieten, die hinterher genommen werden dürfen. Das wurde aber nicht gemacht. Also entsteht kaum bezahlbarer Wohnraum, weil die Wohnungen natürlich marktüblich vermietet werden. Und damit gucken die Leute, die dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen, auch insoweit weiter in die Röhre. Was bedeutet das im Ergebnis? Die Mietentwicklung ist ungebremst. Wir haben weiterhin auch im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Mieterhöhung gehabt von 3% im Bestand, in manchen Städten wesentlich mehr. Das ist ja nur eine Durchschnittsbetrachtung. Und es gibt ja auch Gegenden in Deutschland, in denen die Mieten kaum steigen. Das heißt also, die 3% sind wirklich nur ein Durchschnitt. Es ist in den letzten Jahren richtig zugeschlagen worden. Ein wunderschönes Beispiel ist Berlin. In 10 Jahren von 2009 bis 2019 sind die Mieten dort um 100% gestiegen. Und meine Damen und Herren, es hört noch immer nicht auf, weil, und das ist ein Versäumnis der Bundesregierung, sie keine wirksamen Regeln und Begrenzungen geschaffen hat für die Mieterhöhung im laufenden Mietverhältnis. Das, meine Damen und Herren, ist nun eindeutig Grund genug für uns zu sagen, ihr schafft die wohnungsbaupolitischen Ziele nicht oder vielleicht erst viel später, jedenfalls im Moment absolut nicht. Und deswegen müssen wir nun zu drastischen Maßnahmen greifen. Wir müssen das Ganze damit begleiten, dass Mietenstopp das Gebot der Stunde ist. Die Mieten dürfen ab sofort oder ab dem Zeitpunkt, wo die Regelung getroffen wird, nach unserer Vorstellung 6 Jahre lang überhaupt nicht steigen, werden also eingefroren. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass nach 6 Jahren dann wieder ein ausgeglichenerer Wohnungsmarkt da ist, wo auch bezahlbarer Wohnraum für die Menschen zur Verfügung steht, die auf ihn dringend angewiesen sind. Deswegen 6 Jahre ein solcher Stopp. Wir wollen Ausnahmen nur zulassen in 2 Fällen. Einmal beim Neubau. Das ist selbstverständlich. Allerdings darf man auch da nicht ganz vergessen, dass auch beim Neubau es natürlich wichtig ist, dass dann bezahlbarer Wohnraum entsteht und nicht nur im Luxussegment. Das hilft uns nämlich dann kaum was, aber der Neubau soll ausgenommen sein. Und zweitens wollen wir sagen, sogenannte faire Vermieter sollen ausgenommen werden. Das heißt, die Miete ist unterhalb von 80% der ortsüblichen Vergleichsmiete. Wenn das der Fall ist, dann dürfen diese fairen Vermieter, zum Beispiel Genossenschaften und ähnliche, 2% pro Jahr
die Miete erhöhen. So ist unsere Vorstellung. Wir sind der Auffassung, das sollte in ganz Deutschland gelten. Denn wenn das in ganz Deutschland gilt, haben wir nicht den Flickenteppich wie beispielsweise bei der Mietpreisbremse, wo das eine Bundesland A sagt, das andere B, das dritte macht überhaupt nichts. Und ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich gehört, dass in Nordrhein-Westfalen die Stadt Aachen, eine Stadt mit einem unglaublichen Wohnungsnachfragedruck, einfach rausgenommen wurde aus der Mietpreisbremse. Also da ist so viel Tür und Tor unterschiedlichsten Regelungen geöffnet, dass wir sagen, nein, Schluss, wir wollen eine zivilrechtliche Regelung auf Bundesebene, dass die Mieten in den nächsten 6 Jahren überhaupt nicht erhöht werden dürfen. Okay, vielen Dank, Lukas Siebenkotten, für die einführenden Worte. Dann würde ich jetzt gerne an Lorena Jonas übergeben von 23 Häuser sagen Nein. Bitte, Lorena. Ja, guten Tag. Ich bin Lorena Jonas, die Sprecherin der Berliner MieterInneninitiative 23 Häuser sagen Nein. Das ist eine Initiative, die sich einst zusammengeschlossen hat, weil ihre Häuser in einem Paket von der Deutschen Wohnen gekauft wurden. Damals war unser Thema das kommunale Vorkaufsrecht. Das ist es auch immer noch, aber wir sind schnell darüber hinausgekommen. Denn Wohnungen sind keine Ware, das kann man nicht oft genug sagen. Die Wohnung ist der Lebensmittelpunkt der Menschen. Die Produktion, die Verteilung, die Preisgestaltung können und dürfen niemals dem Markt neoliberaler Bewertung überlassen werden. Da die private Wohnungswirtschaft aber kein Interesse an einem ausgeglichenen Markt hat, bleiben Mietregulierungen unabdingbar. Und kleine Stellschrauben zu drehen, das reicht schon lange nicht mehr. Jetzt braucht es einen Mietenstopp. Und deswegen sind wir als Initiative auch Teil der bundesweiten Mietenstopp-Kampagne. Denn sie hat ein simples Ziel: die ausufernde Mietpreisentwicklung zu stoppen. Und zwar entschieden schärfer, als es die Mietpreisbremse oder die Kappungsgrenze jemals tun könnten, bei denen die sukzessive Mietsteigerung ja konzeptuell immer noch angelegt ist. In Berlin ist der Mietendeckel nicht einfach mal so passiert als rot-rot-grünes Projekt. Der Mietendeckel musste kommen, weil sich die MieterInnen ein konsequentes und progressives Handeln der Regierung schon Jahre zuvor eingefordert haben. Denn, das hat auch Herr Siebenkotten gerade schon erwähnt, gerade in Berlin hat sich der Quadratmeterpreis, der mittlere Quadratmeterpreis zwischen 2009 und 2019 mit einer Steigerung von 104% mehr als verdoppelt. Die Landesregierung hätte diesen Auswüchsen des Wohnungsmarktes nicht anders Einhalt gebieten können, weil dieser Markt nicht für die vielen funktioniert und der Markt deswegen umfangreicher reguliert werden musste, als es die Bundesgesetzgebung bisher getan hat. Der Deckel für die Wohnraummieten war einer der konsequentesten Schritte für Mieterschutz und er ist ein gerechtes Instrument. Gerade während der Pandemie wird nämlich eines offenkundig: dass es doch hochgradig absurd ist, dass Menschen die Mieten auch bezahlen, um sich zu Hause zu erholen, um zu schlafen, um am nächsten Tag wieder fit für die Arbeit zu sein, die dieser Tage sogar zu Hause in den eigenen vier Wänden stattfinden muss, um von dort aus die Wirtschaft am Laufen zu halten, um letztlich im Durchschnitt fast 30% bei ärmeren Haushalten sogar bis zu 50% ihres Nettoeinkommens zu erarbeiten, nicht nur, um mal dieses Dach über dem Kopf zu haben, sondern auch, und das bezahlen wir mit, um die Renditeerwartungen der EigentümerInnen, börsennotierten Unternehmen oder Briefkastenfirmen auf den Bahamas zu befriedigen. Und so ist der Mietendeckel auch ein Renditedeckel. Und auch ein bundesweiter Mietenstopp soll das bewirken. Mieten soll zukünftig Sicherheit bedeuten und Vermieten soll wieder sozial verantwortlich sein. Wird das Potenzial für nahezu ungebremste Gewinnabschöpfung durch die Erhöhung der Mieteinnahmen endlich mal eingedämmt, so kann das viele positive Folgeeffekte haben. Natürlich spüren es zuerst die MieterInnen auf dem Konto, aber auch Verdrängungsmechanismen können unterbunden werden. Die schon lange mangelnde politische Durchsetzungskraft der Länder und Kommunen gegenüber dem Markt, der eben nichts zugunsten der MieterInnen regelt, könnte zurückerlangt werden. Ebenso wie die fast völlig abhandengekommene kommunale Souveränität über die Mieten, Immobilien- und Bodenpreisentwicklung vor Ort. Der Mietenstopp ist ein Anfang für vieles Weitere, aber er ist grundlegend und er ist nötig, und zwar besonders jetzt. Und das Argument, dass der Mietendeckel oder eben ein Mietenstopp mit Mietobergrenze nicht eine neue Wohnung schaffen würde, das lasse ich nicht gelten. Das ist ein Scheinargument. Wenn wir, wie selbst Seehofer es tut, Wohnen als die soziale Frage unserer Zeit verstehen, dann müssen wir die Gesetze auch sozial gerecht ausgestalten und der ganzen Bevölkerung ein sicheres und günstiges Wohnen bieten. Das heißt auch für den ganzen Bestand. Da gibt es kein Entweder-Oder. Und eins bleibt mir abschließend noch zu sagen: ich bin nicht als Mietaktivistin geboren worden. Ich bin es aufgrund der widrigen Umstände geworden. Jeder einzelne Hausverkauf, jede Eigenbedarfskündigung, jede Mieterhöhung. Ich kann Sie nicht hören. Ich verstehe es nicht. Sie verstehen mich nicht?
Ich versuche nochmal, das Mikro ein bisschen höher zu halten. Also auch jeder spekulative Leerstand im Nachbarhaus bei gleichzeitiger Obdachlosigkeit in der Stadt, all das kann im Kleinen politisieren. In der Summe erwecken diese Momente dann aber eine unglaubliche politische Kraft. Und das nicht nur in Berlin, ob jetzt München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt oder Leipzig. Die Probleme sind hier wie dort nahezu die gleichen. Und so sprechen wir auch zunehmend mit einer Stimme. Und diese Stimme wird lauter und die wird fordernder. Und wenn die Baugesetze nicht endlich für die MieterInnen, sondern weiterhin vor allem für die Immobilienlobby geschrieben wird, dann, und das kann man fast prophezeien, sind bald alle Mieterinnen und Mieter AktivistInnen. Vielen Dank, Lorena Jonas. Noch einmal bitte der Hinweis an alle Teilnehmer, wirklich darauf zu achten, das Mikro auszustellen, damit die Konferenz nicht gestört wird. Dann möchte ich jetzt das Wort an Ulrich Schneider, Paritäter, übergeben. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Hauptgeschäftsführer dort. Wir sind schon seit einigen Jahren jetzt zusammen mit dem Deutschen Mieterbund unterwegs in Sachen Wohnungspolitik, auch in Sachen Mietpolitik. Vor einigen Jahren sind wir eingestiegen, deshalb, weil die Knappheit am bezahlbaren Wohnraum, Herr Siebenkotten hat das schon dargestellt, unsere soziale Arbeit zu teilen unmöglich machte. Das ist der Punkt gewesen, ist auch heute noch der Punkt, dass wir etwa Frauen haben in Frauenhäusern, die dort ein Jahr und länger bereits sind mit ihren Kindern in wirklich nicht guten Wohnverhältnissen, weil schlicht auf dem freien Wohnungsmarkt für sie in einigen Regionen nichts mehr zu finden ist. Wir haben das Problem in der gefährdeten Hilfe, dass Menschen, die vorzeitig aus einer Haft entlassen werden könnten dies nicht tun, ja, weil man nicht weiß, wo sie auf dem Wohnungsmarkt hin sollen. Wir haben das Problem sogar im Care-Leaver. Das sind junge Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen bis zum 18. Lebensjahr sind und dann irgendwann aber diese Einrichtung verlassen müssen, ohne zu wissen, wohin. Wir haben auch das Phänomen, dass Menschen in der Psychiatrie verweilen, die raus könnten, aber länger drin verweilen, weil in der Tat man nicht weiß, wo kriegen wir bezahlbaren Wohnung her. Das war der erste Schritt. Und jetzt diese neue Initiative, Mietenstopp. Warum unterstützen wir das? Warum sagen wir, dass wir seit Ende haben mit diesen horrenden, zum Teil horrenden Mietpreissteigerungen, gerade in Ballungsgebieten wie hier in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, aber zum Teil auch schon in ländlichen Regionen unerträglich für die Menschen, zum Teil unerträgliche Mieten. Warum? Wir sagen, es hat nicht nur jeder das moralische Recht, irgendwie und irgendwo zu wohnen, sondern wir sagen ganz konkret aus der Erfahrung unserer sozialen Arbeit heraus, es hat jeder das moralische Recht, dort wohnen zu bleiben können, wo er wohnt, wenn er das will. Das ist ein ganz wesentliches Recht und aus unserer Sicht, und wir haben uns offensichtlich dieses bereits abgewöhnt, mitzudenken in großen Teilen der Bevölkerung, heißt es, ja gut, dann gibt es sogenannte Sickereffekte. Was ist ein Sickereffekt? Dass die Menschen aus guten Lagen irgendwo an den Stadtrand ziehen und wir wollen keine neue Ghettoisierung. Das schafft soziale Probleme. Das wollen wir nicht, sondern wir sagen, dort, wo der Mensch lebt, muss er auch bleiben können. Und da spielen Mietpreise natürlich eine ganz enorme Rolle. Warum? Warum müssen sie dort bleiben können? Ich will es an zwei, drei Beispielen klar machen. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was es etwa für einen pflegebedürftigen Menschen, der ambulant gepflegt wird, das sind in Deutschland 3,3 Millionen Menschen, bedeutet, wenn er in einen anderen Stadtteil ziehen muss, wenn er alleine lebt beispielsweise. Dieser pflegebedürftige Mensch braucht die gesamte Nachbarschaft. Der braucht die Beziehungen, die da sind. Dieser pflegebedürftige Mensch hat Vertrauensverhältnisse aufgebaut zu dem Pflegedienst vor Ort. Und hier aus Mietpreisgründen zu sagen, du kannst hier nicht mehr wohnen bleiben, vielleicht als alter Mensch, 70, 80 Jahre hochbetagt, geh mal in einen anderen Stadtteil, such dir mal was. Das ist grausam, das ist unmenschlich. So kann man nicht pflegen. Das Gleiche gilt für viele kompliziert chronisch kranke Menschen, die hier ihre Ärzte haben, Beziehungen aufgebaut haben. Da kann man nicht einfach sagen, zieh mal weg. Oder das Gleiche gilt auch etwa für die 2, oder viele der 2,6 Millionen Alleinerziehenden, meist Frauen. Wenn die es mühsam geschafft haben, diese Doppelbelastung vom Beruf und Kinder
irgendwie zu packen, indem man gefunden hat eine Kinderbetreuung, die halbwegs in der Nähe ist, indem man gefunden hat einen Arbeitsplatz, der halbwegs in der Nähe ist, indem man nette Nachbarn hat, die mithelfen, die mal auf das Kind aufpassen. Wenn man dieser Frau sagt, nein, du musst jetzt hier raus, du kannst die Miete nicht mehr zahlen, dann ist auch gleich der Kindergartenplatz weg, dann ist auch gleich der Job weg, dann ist diese Frau endgültig in Armut. Das hängt häufig alles mit hinten dran, wenn wir sagen, oder wenn wir von Gentrifizierung sprechen. Und deswegen sagen wir, das geht nicht. Die Menschen haben ein moralisches Recht darauf, dort wohnen zu bleiben, wo sie wohnen, dort betreut zu werden, wo sie betreut werden und auch für ihre Kinder weiter Betreuung zu finden, wo es gerade der Fall ist. Und wir müssen aus diesem moralischen Recht des Wohnverbleibs ein justiziables Recht des Wohnverbleibs machen. Das ist unser Anliegen. Deswegen unterstützen wir diesen Mietenstopp. Deswegen machen wir mit in dieser Kampagne. Und ich will eine Zahl nennen zum Abschluss, die deutlich macht, wie groß mittlerweile das Problem ist. Wir haben insgesamt in Deutschland bereits die Situation, dass ja rund 26% des Einkommens im Durchschnitt für Miete draufgehen. Aber, und jetzt kommt die Schere, bei den ärmeren Haushalten sind es bereits fast 50%. Fast die Hälfte der Menschen, die zu den Armen zu zählen sind, des Einkommens dieser Menschen geht für Miete drauf und sie haben ohnehin nicht viel. Wenn man sich anschaut bei Alleinerziehenden, die, von denen immerhin 40% zu den Armen zählen, bei denen gehen 47% des Einkommens, von dem wenigen Einkommens, das sie haben, für die Miete drauf. Und wir haben gerade in Hartz IV die Situation, dass auch hier Mietpreise steigen. Und was heißt das? Die Menschen kommen mit ihren Mietpreisen über die Obergrenzen bis zu denen, die Jobcenter noch die Miete übernehmen. Im Klartext heißt das, 20% aller Hartz-IV-Bezieherhaushalte, und das sind über 500.000 Haushalte, zahlen aus den kleinen Regelsätzen, die sie überhaupt bekommen, über den Monat zu kommen, zahlen sie jetzt auch noch Miete. Das heißt, sie wird nicht mehr voll übernommen. Warum zahlen sie die Miete? Weil sie nicht umziehen können, überhaupt keine andere Wohnung finden, eine billigere, oder weil sie im Zweifelsfalle auch gar nicht umziehen wollen, weil sie sagen, was ich da verliere, was ich da Unterstützung verliere, das kriege ich nirgendwo anders. Und dann wird von diesem kleinen Regelsatz 446 Euro im Monat noch 10-20% für Miete draufgezahlt. Das ist die Situation, in der wir uns in Deutschland derzeit befinden. Das kann so nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen vor die Wahl gestellt werden, ihren sozialen Zusammenhalt, ihre Unterstützung zu verlieren durch einen Umzug oder aber von dem wenigen Geld, das sie haben, als gerade auch arme Menschen, noch einen Teil mehr in die Miete zu stecken. Das ist unerträglich. Und wir wollen auch nicht mehr diese hohe Zahl an Zwangsvollstreckungen. 2019 waren es alle 50.000 Menschen, die aus ihren Wohnungen getrieben wurden. Damit muss Schluss sein. Deswegen durchatmen. 6 Jahre Mietenstopp ist die genau richtige Antwort. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider, für Ihr Statement. Dann möchte ich gerne das Wort Tilman Scheich aus Spekuliert München erteilen. Ja, guten Tag, Tilman Scheich aus München von Ausspekuliert. Wir sind 2018 hat sich unsere Bürgerinitiative formiert, und zwar aufgrund der großen Verdrängungsproblematik, die es in allen, eigentlich in allen großen Ballungsgebieten in Deutschland gibt. Vor 2 Wochen hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München unsere Bürgerinitiative aufgenommen oder quasi einen Beschluss gefasst, dass wir offiziell als beratendes Mitglied der Landeshauptstadt München, also beratendes Mitglied des Mieterbeirats der Landeshauptstadt München, dass wir da aufgenommen worden sind. Und das heißt, dass wir eigentlich ganz gut arbeiten. Ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt. 2018 war in München das Jahr der Großdemonstrationen. Und da hat es eben auch hier in München endlich mal eine große Mieterdemo gegeben. Die hat es in vielen Großstädten gegeben in Deutschland. Das war auch das Jahr des Wohngipfels. Und seitdem ist die Problematik wirklich in die Fläche gegangen, also ins Umland und wirklich in die Breite. Also in allen Bundesländern gibt es eigentlich Bestrebungen, irgendwie die Mieten zu stoppen. Auf Länderebene haben wir da keine Chance. Also hier wir in Bayern, normalerweise ist unsere Bundesregierung schon etwas selbstbewusst, was die Verantwortlichkeiten betrifft
Und hier sagen sie aber, nee, das, da ist eh schon genug getan. Und aus diesem Grund haben wir auch von dem Volksbegehren Mietenstopp in Bayern, haben wir uns gesagt, wir müssen jetzt bundesweit was machen. Und das ist jetzt eben eine Einladung und Aufruf an alle Initiativen und Vereine, Verbände, sich einzuklinken, sich einzubringen, uns zu unterstützen und auch fachlich, weil ich glaube, da gibt es in unseren Reihen ganz, ganz viel Wissen, was eigentlich der Bundesregierung sehr, sehr dienlich wäre. Hier in München seit 2019 wurde das erste Mal ein Quadratmeterpreis von 27.000 Euro aufgerufen für natürlich Kauf, das ist klar. Und da sieht man mal wieder, wie viel Kapital da drin steckt in diesem ganzen Markt. Und in dem Markt, da geht es schon lange nicht mehr um Wohnen, da geht es um Kapital. Und das ist, glaube ich, auch so diese große Problematik. Das kann der Markt anscheinend selbst nicht mehr regulieren. Vergangene Woche oder diese Woche hat in einem Beitrag der Herr Lutschak von der Union gesagt, 4 von 5 Deutschen wollen 4 eigene Wände haben. Also das wollen wir alle, aber bitteschön nicht die 4 Wände, in denen andere Menschen schon wohnen, weil um die geht es da nämlich. Und wir hätten doch ein tolles Vorkaufsrecht, kann sich ja jeder die Wohnung kaufen. Das ist wirklich ein Hohn, weil, also ich habe jetzt die Zahl gehört, in Wien, in Berlin konnten sich gerade 1% von derjenigen Leute, die vorkaufsberechtigt waren, sich wirklich die Wohnung leisten. Das heißt, auch hier ist es schon wieder Verdrängung. Und die Politik muss dann aber eigentlich dafür sorgen, dass das preislich auch möglich wäre. Und dafür die Rahmenvoraussetzungen erstellen. Wenn man mal überlegt, warum werden Häuser umgewandelt, warum werden sie verkauft? In München ist es so, das ist jetzt gerade ein Generationenwechsel an Mietwohnungen, die quasi erben, ja, oder Miethäusern, die vererbt werden. Und die meisten würden es gerne behalten, können es aber nicht, weil so eine wahnsinnig hohe Erbschaftssteuer drauf liegt. Und also in dem Bereich könnte man auch was machen. Und es braucht unbedingt ein flächendeckendes Vorkaufsrecht und zwar preislimitiert, damit man da nicht mehr in dieser Spirale mitmachen muss. Und auch bei dem Vorkauf muss man immer dran denken, da wohnt vorher schon jemand drin. Also da geht es wirklich um Verdrängung und das Umwandlungsverbot, wie immer genannt wird, ist kein Verbot, das ist ein Genehmigungsvorbehalt. Und da sind schon so viele Sonderregelungen drin, dass es eigentlich wie ein Schweizer Käse schon ausschaut. Also da sollte dringend, dringend nachgebessert werden. Und wie es vorhin schon gesagt worden ist, der Herr Seehofer hat gesagt, Wohnraum, ich kann es nicht oft genug sagen, ist die soziale Frage unserer Zeit. Und neulich hat unser Bundeswirtschaftsminister gesagt, wenn der Markt ein Problem nicht lösen kann, dann hat die Politik eine gewisse Verantwortung. Und diese Verantwortung erwarte ich von jedem Politiker. Und wir laden Sie auch dazu ein, sich jetzt während der Zeit mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden da Informationsveranstaltungen machen mit Spezialisten. Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen, damit die Politik wirklich die Rahmenbedingungen mal setzen kann, wie sie für die Mieter auch notwendig wären, weil der Kunde von der Immobilienwirtschaft ist, das ist die Wirtschaft selbst und nicht der Mieter. Genau, bis jetzt ist es eine Operation am offenen Herzen und bis diese Maßnahmen dann greifen, bauen, braucht seine Zeit. Da muss man einfach mal Stopp sagen und wenn sich da dann die Zahlen erholt haben, das ist wie in der Pandemie, dann kann man auch wieder über Lockerungen sprechen. Danke. Vielen Dank, Tilman Scheich, für dein Statement. Dann möchte ich jetzt gerne an Florian Moritz, DGB, übergeben. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, bezahlbares Wohnen ist auch für den Deutschen Gewerkschaftsbund ein wichtiges Thema. Ein Großteil der Beschäftigten wohnt zur Miete oder hat Kinder, die für ihre Ausbildung oder ihr Studium eine bezahlbare Wohnung brauchen. Die Gewerkschaften selbst handeln jedes Jahr gute Lohnsteigerungen aus. Und das machen wir nicht, damit das zusätzliche Geld der Kolleginnen und Kollegen direkt wieder beim Vermieter landet. Tatsächlich ist es so, dass die steigenden Mieten in Deutschland erhebliche Probleme für die Beschäftigten mit sich bringen.
Viele Kolleginnen und Kollegen finden mittlerweile in der Nähe ihres Arbeitsplatzes keine bezahlbare Wohnung mehr, vor allem in Ballungszentren natürlich. Entweder müssen sie dann als Pendler lange Arbeitswege auf sich nehmen oder ihnen bleibt nach der Miete eben nicht mehr viel Geld zum Leben. Besonders betroffen, das ist klar, sind Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen, und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verschärfen die Situation natürlich zusätzlich. Viele Selbstständige und Beschäftigte in Kurzarbeit haben zum Teil mit enormen Einkommenseinbußen derzeit zu kämpfen. Nach wie vor sind Millionen Menschen in Kurzarbeit. Und auch wenn wir froh sind, dass es dieses Instrument gibt, weil es wirklich viele, viele Arbeitsplätze auch in der Krise erhalten hat, muss man trotzdem sagen, der Bezug von Kurzarbeitergeld kann zu einem existenziellen Problem werden. Vor allem, wenn das Ursprungsgehalt gering ist und der Arbeitgeber sich weigert, das Kurzarbeitergeld noch mit eigenen Leistungen aufzustocken. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die vor ganz kurzem, vor 2 Wochen oder so erschienen ist, kommt zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter in den letzten Monaten auf ihre Ersparnisse zurückgreifen mussten, um über die Runden zu kommen. 58% haben Existenzängste. Und zu diesen Existenzängsten gehört natürlich auch die Angst, die Miete nicht mehr zahlen zu können und das eigene Zuhause am Ende zu verlieren. Und meine Damen und Herren, aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds kann das nicht sein, dass im reichen Deutschland Menschen Angst haben, ihr Zuhause zu verlieren. Wenn jemand seine Miete nicht mehr zahlen kann, dann steckt dieser Mensch bereits in einer tiefen sozialen Notlage. Und schon vorher sind diese Menschen gezwungen, an allem anderen zu sparen, sogar an den Heizkosten. Das Statistische Bundesamt hat für 2019 ermittelt, dass 2 Millionen Menschen in Deutschland aus finanziellen Gründen ihre Wohnung nicht ausreichend heizen. Und besonders betroffen sind dabei auch wieder Alleinerziehende. Und es muss leider angenommen werden, dass diese Zahl durch die Folgen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wahrscheinlich noch zugenommen hat. Also nochmal, Millionen Menschen haben ihre Reserven einfach aufgebraucht. Sie sparen an allen anderen Ausgaben und verwenden immer größere Teile ihrer Lohneinkommen für die Miete. Sie sorgen sich mittlerweile um ihre Wohnung. Und diese Menschen können in der jetzigen Situation sich eine Mieterhöhung schlichtweg nicht leisten. Wir reden ja hier auch von Mieterhöhungen. Das ist derzeit einfach nicht die richtige Zeit, um Mieterhöhungen überhaupt anzudenken. Viele andere, die vielleicht nicht direkt von der Corona-Krise betroffen sind, sind bei den Mietkosten ohnehin schon an der Belastungsgrenze angelangt. Die Kolleginnen und Kollegen vor mir haben das ja ausreichend erläutert. Alle diese Menschen brauchen eine Atempause in Form eines bundesweiten Mietenstopps. Dass ein solcher Eingriff notwendig ist, da haben auch schon die anderen Kolleginnen darauf hingewiesen, das ist auch das Ergebnis einer jahrelang verfehlten Wohnungspolitik. Seit 1990 wurden ca. 1 Million Wohnungen aus öffentlichen Beständen privatisiert. Der Bau von Sozialwohnungen war lange komplett eingeschlafen. Dadurch ist es überhaupt erst so weit gekommen, dass heute so viel bezahlbarer Wohnraum fehlt. Wir brauchen also insgesamt eine wohnungspolitische Kehrtwende. Die Zeit des Mietenstopps sollten Bund und Länder endlich nutzen und eine Investitionsoffensive für den Bau bezahlbarer Wohnungen starten. Herr Siebenkotten hat am Anfang darauf hingewiesen, dass da viel zu wenig passiert. Jährlich müssen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden und eben genau dort, wo sie auch wirklich fehlen. Also es sind damit keine neuen Luxusquartiere oder dergleichen gemeint, sondern Mietwohnungen, die sich die breiten Schichten der Bevölkerung leisten können. Und das muss endlich geschehen, und so lange, bis diese Wohnungen da sind und da Entspannung eingekehrt ist, brauchen wir eben einen Mietenstopp und eine Atempause. Wenn es wieder flächendeckenden bezahlbaren Wohnraum gibt, lassen Sie mich das noch vielleicht sagen, ist das übrigens nicht nur im Interesse der Beschäftigten. Gerade in den Metropolen klagen inzwischen auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen und Arbeitgeber darüber, auch wegen der zu hohen Mieten nicht genügend Fachkräfte zu finden. Es ist also mittlerweile auch bei den Unternehmen selbst angelangt, dieses Problem. Ich denke also, dass es durchaus sehr breite gesellschaftliche Mehrheiten für die Forderungen unserer Kampagne geben kann, und freue mich auf Fragen oder dergleichen später. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Moritz. Gutes Stichwort. Nochmal die Erinnerung, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat oder sagen Sie, dass Sie eine Frage stellen möchten, damit wir die dann im Anschluss auch aufrufen können.
Damit möchte ich dann jetzt das Wort an Kalle Gehrig von Recht auf Stadt Köln übergeben. Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Kalle Gehrig. Ich bin von der Initiative Recht auf Stadt, Recht auf Stadt Köln. Wir setzen uns gegen Verdrängungen ein und für bezahlbaren Wohnraum. Ich selbst bin zu der Initiative gekommen durch mein eigenes Erleben. Ich bin vor Jahren zwangsgeräumt worden, habe da sehr viel Solidarität erfahren. Morgens um 5:30 waren an einem kalten Dezembertag schon 400 Menschen auf der Straße. Und diese Zwangsräumung, die erste, wurde verhindert. Und ich kann Ihnen sagen, das war Wahnsinn. Und deshalb bin ich auch der Bewegung treu geblieben, bin seitdem aktiv in der Bewegung. Und wir erleben diese Probleme hautnah, die die Mieter und Mieterinnen haben. Wir wohnen zum Teil in viel zu engen Wohnungen mit 6 Personen, manchmal auf 2 Räumen, weil sie sich eine größere Wohnung nicht leisten können. Teilweise sind die Wohnungen verschimmelt, aber damit leben sie, weil sie Angst haben, wenn ich es dem Vermieter sage, vielleicht kriege ich Ärger. Also die Angst ist groß und es gibt immer mehr Zwangsräumungen. Das kann ich zwar nicht belegen, aber das Gefühl sagt mir das, weil immer mehr Menschen zu uns kommen, die vor einer Zwangsräumung stehen. Und viele von denen werden obdachlos, einige landen auf der Straße. Und vor 4 Wochen in Köln im Zentrum ist ein Obdachloser erfroren. Das ist auch kein Einzelfall. Ich habe das mal nachgelesen. Wenn diese Zahl stimmt, es soll mittlerweile über 20 obdachlosen Menschen sollen erfroren sein in diesem Winter. Und das ist doch ein Armutszeugnis. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Also es wird also höchste Zeit, da was zu ändern. Ich sage aber auch, dass mag jetzt nicht jeder gerne hören, aber das Menschenrecht auf Wohnen wird in Deutschland mit Füßen getreten. Und ab und zu gibt es ja Jubelmeldungen, klar, da sind wieder ein paar Sozialwohnungen gebaut worden, das reicht aber nicht. Der soziale Wohnungsbau in Deutschland ist ein Wirtschaftsförderprogramm. Das gibt es auch nur in Deutschland, das gibt es in Europa, in keinem anderen Land, dass Gelder ausgegeben werden, um sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Und nach 20, 25 Jahren fallen sie aus der Bindung. Und dann stehen sie dem Markt wieder zur Verfügung und die Vermieter und Vermieterinnen können zu regulären Preisen wieder vermieten. Also ist es im Prinzip eine Subvention der Immobilienwirtschaft. Wir als Bewegung fordern deshalb einmal sozialer Wohnungsbau, immer sozialer Wohnungsbau, wie es in anderen Ländern auch ist. Wenn man mal überlegt, es sind 4 Millionen Wohnungen mit öffentlichen Geldern finanziert worden. Aber wir haben aber nur noch knapp 1 Million mit öffentlichen Geldern, die finanziert worden sind. Und jedes Jahr fallen mehr Wohnungen aus der Preisbindung raus, aus der Sozialbindung, wie neue gebaut werden. In Köln gibt es ungefähr die Hälfte der Bevölkerung haben einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Es gibt aber nur weniger als 7% auf dem Wohnungsmarkt Wohnungen, die für den Wohnungsberechtigungsschein geeignet sind. Also das Problem, glaube ich, wird da schon ziemlich deutlich. Deshalb fordern wir auch als Bewegung, und da ist ja zum Glück, sind wir ja nicht alleine da, fordern wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit mit einer dauerhaften Bindung. Thema Bodenpolitik. Da ist ja über Jahrzehnte Grund und Boden zu Höchstpreisen verkauft worden, um die Haushalte zu sanieren. In Berlin hat man jetzt dazugelernt und da läuft es jetzt ein bisschen anders, aber das sollte bundesweit sein. Jetzt werden einige vielleicht in der Runde sagen, Moment, bei uns ist das auch so. Dann würde mich das interessieren. Ich lerne gerne dazu, gerne, weil es mir wichtig ist. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, darüber zu sprechen als Aktivist? Gerne noch, ich habe es auch schon verkürzt, nur das letzte Statement, also kurz nochmal sprechen. Also rundum, um es abzurunden, solange die Immobilienwirtschaft von profitorientierten Unternehmen dominiert wird, werden wir in den Ballungszentren für die Menschen, die dort leben, keinen bezahlbaren Wohnraum haben. Und Wohnraum gehört nicht an die Börse. Mit Menschenrecht auf Wohnen wird nicht spekuliert. Das ist höchst unanständig. Und durch Corona wird die Wohnungsnot ja noch verschärft.
Manche können die Miete nicht mehr bezahlen und haben Angst, ihre Wohnungen zu verlieren. Und deshalb fordern wir Mietenstopp sofort. Danke, dass ich nochmal reden durfte. Klar, gerne, Kalle, natürlich, ist auch wichtig. Dann würde ich jetzt, weil wir ja auch schon 20 vorhaben, Kalle, sei nicht böse, aber dann übergebe ich jetzt nochmal das Wort an Lukas Siebenkotten, der eben nochmal ein Resümee und ein Schlusswort dieser Statements ziehen möchte, bevor wir dann eben Zeit haben, um auf Fragen einzugehen. Okay, Lukas, du bist dran. Ja, ich kann das relativ kurz machen. Es ist ziemlich deutlich geworden, wie wir alle, die wir aus unterschiedlichen Ecken kommen, am selben Strick ziehen. Wie wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen wollen, dass endlich in dem Bereich der Mieterhöhungsproblematik was getan wird. Deswegen haben wir uns alle für diese 6-jährige Mietenstopp-Initiative ausgesprochen und werden die jetzt gemeinsam mit Kraft und mit Energie und hoffentlich erfolgreich durchziehen. Ich möchte den Politikerinnen und Politikern, die über so etwas zu entscheiden haben, sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn noch die Bundesregierung, die jetzt im Amt ist, das Thema regelt und sich darum kümmert. Denn eigentlich können wir nicht noch so lange warten, bis wieder eine neue Bundesregierung da ist nach der nächsten Bundestagswahl, wer auch immer das sein mag. Bitte packen Sie dieses Thema an, lassen Sie es nicht links oder rechts liegen und glauben Sie bitte nicht, nur deswegen, weil zurzeit wir eine Pandemie haben, dass deswegen die Bewegung, die sich um so etwas kümmert, dass die deshalb jetzt auf einmal stumm geworden wäre. Nein, sie kann nur im Moment nicht groß demonstrieren, wie das ansonsten der Fall war. Und gehen Sie fest davon aus, nach der Pandemie ist die Bewegung wieder auf der Straße, wenn sie nicht bis dahin wirklich was getan haben. Kümmern Sie sich um die Bestandsmieten, kümmern Sie sich darum, dass die über einen Zeitraum von 6 Jahren hinweg nicht mehr erhöht werden dürfen. Und wenn Sie das tun, dann bedanken wir uns schon jetzt im Voraus. Ja, herzlichen Dank für dieses sehr gute Schlusswort, das ja eigentlich alles zusammengefasst hat, der wichtige Aufruf.